In der Kalkulation Version 22 gibt es eine ganze Reihe an neuen Funktionen. Die finden Sie wie immer im Handbuch. Ich möchte Ihnen in dem Video eine Funktion vorstellen, die insbesondere bei den Grundeinrichtungen der Kalkulation durch unsere Coaches, aber eben bewusst, aber auch für alle Do-it-yourselfer eine recht deutliche Beschleunigung der Anpassung ermöglicht, so Sie sich denn dafür entscheiden, diese Funktionalität entsprechend zu nutzen. Und zwar rede ich von einer neuen Funktion, die heißt Suchen plus Ersetzen. Und ich darf, zumindest für alle diejenigen, die sich das Video angucken, dort noch ergänzen, in Klammern und auch löschen. Das heißt also, wir haben eine Funktion gebaut, mit der Sie in der Lage sind, auf verschiedenen Ebenen in der Kalkulation mit einem durchgängigen Prozess den Inhalt zu verändern. Und zwar können Sie das zum einen auf der Ebene der Positionen tun, zum zweiten können Sie das Ganze auch auf der Ebene der Sonderausstattung tun und zum dritten können Sie es in der Teilebene der Sonderausstattung und zwar in Bauelementelisten tun. So, das haben Sie jetzt gehört und denken sich, toll, was bringt das Ganze? Lassen Sie uns das Ganze einfach mal ganz simpel in ein, zwei Praxisbeispielen uns anschauen. So wie es halt wirklich im Prozess der Grundeinrichtung der Kalkulation vor sich geht. Das heißt also, ich bin jetzt hier beispielhaft im Branchenmodell Holzbau und ich gehe einfach mal in der Sonderausstattung auf die Schaltfläche Inhaltssonderausstattung. So, das war's klassischer Prozess Einrichtung der Kalkulation auf die firmenspezifische Bauweise ist, dass der entsprechende Mitarbeiter des Unternehmens die Sonderausstattung durchgeht. Das wird mit dem Coach einmal, zweimal, dreimal, viermal durchgespielt und dann entsprechend in den einzelnen Einstellungen sagt, ich stelle das ein, was bei uns der Standard ist. So, und dann gibt es halt dafür verschiedene Auswahldatenelemente, die sind gerade im Bereich der Wandaufbauten, Deckenaufbauten und so weiter und so fort recht umfangreich. Und etwas, was recht häufig ist, ist, dass jemand sagt, okay, ihr habt bei euch Gipsfaserplatten drin, wir verwenden Gipskartonplatten. Oder dass jemand sagt, ihr habt Gipsfaserplatten 10 mm, wir verwenden Gipskartonplatten 12,5 mm. Was recht häufig ist, ist, dass jemand sagt, ihr habt die Ständerstärke 8 auf oder 6 auf 10, bei uns ist es 8 auf 10. Ihr habt die Dämmung Mineralwolle WLG 040 drin, die nehmen wir gar nicht mehr. Einfach nur, um so ein paar Beispiele zu bauen und das könnte ein Kurbelantrieb im Bereich der Bauelemente sein. Es könnten Holz-Alu-Ausführungen von Fenstern, Terrassentüren sein, die bei Ihnen vielleicht Kunststoff-Alu sind und so weiter und so fort. Das heißt also, hier ein Änderungsprozess, der sowohl in der Auswahl, sprich in der Oberfläche, das heißt Sonderausstattung und Bauelementlisten, passieren darf, als auch auf der Positionsebene unten drunter und natürlich dann in der letztendlich ebenfalls, wir sind im Branchenmodell Holz, hinterlegten Stückliste, das heißt also in der Auflösung, in Arbeitszeiten und Material, was im Branchenmodell massiv im Standort ausgeschaltet ist, aber genauso zur Verfügung stehen würde, falls Sie halt ein Stück Steine und Lohnminuten auflösen wollten als Massivbauer. So, das heißt, ich nehme jetzt einfach wirklich mal das ganz klassische Beispiel und sage, wir haben jetzt eine Firma, die sagt, wir haben Gipsfaserplatten nicht, wir nehmen Gipskartonplatten und wir tun einfach mal so, als würden die Stärken dabei so bleiben, wie sie sind. Wir haben hier im Inhalt der Sonderausstattung die Schaltfläche suchen und ersetzen und wenn ich die aufmache, wird jetzt dieser Dialog aufgemacht. Dieser Dialog ist je nachdem von wo aus ich das Ganze mache, immer ein wenig anders. Wir schauen uns die drei Varianten an. Im Moment bin ich im Inhalt der Sonderausstattung und ich bin halt hier entweder in der Lage, ich arbeite über alle Gruppen hinweg oder ich wäre in der Lage zu sagen, ich arbeite nur in ausgewählten Gruppen und Auswahldaten. Könnte an der Stelle die Frage entstehen, warum? Machen wir ein einfaches Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nur in ausgewählten Gruppen-Auswahldatenelementen arbeiten, dann sehe ich hier in der Liste
die Kombination von Register mit Auswahldatenelement. Und weil es auf den Registern halt viele Auswahldatenelemente gibt, ne, geht das halt sehr, sehr weit runter. Und ich könnte hier zum Beispiel eins machen. Ich klicke vorne auf irgendeine Variante Auswahldatenelement, Wandaufbau mit einem entsprechenden Auswahldatenelement und sage dann komplettes Register markieren. Und wenn ich jetzt sage, ich suche, ich mache es einfach mal, nach Gipsfaser und sage suchen, dann sagt er mir eben, aha, in diesem Steuerungsbereich Wandaufbau habe ich, und er zeigt mir das unten an, in verschiedenen Auswahllisten Einträge gefunden, und zwar genau 28, die Gipsfaser heißen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache eine neue Suche, ich sage, ich mache das in allen Gruppen und sage Gipsfaser, dann sehe ich, es sind jetzt 39. Schlussfolgerung, 11 Auswahlvarianten von Gipsfaser sind irgendwo, Anführungszeichen, außerhalb des Wandaufbaus. Und ja, wenn wir nachschauen würden, würden wir die Delinquenten in der Steuerung der Decken, weil dort gibt es ebenfalls Gipsfaserplatten, und in der Steuerung der Dächer, da gibt es auch Gipsfaserplatten, würden wir die dort finden. Und deswegen einfach diese Steuerung bei Suchen in hier so wichtig, dass ich eben sagen kann, ich gehe über den ganzen Inhalt. Das wäre eben, wenn bei so einer Grundeinrichtung der Kalkulation die Firma sagt, wir nehmen grundsätzlich Gipskarton und keine Gipsfaser, dann gehe ich eben über alles. Wenn die Aussage wäre, im Wandaufbaubereich haben wir Gipsfaserplatten, sonst nehmen wir Gipskarton, könnte ich das Ganze entsprechend einzeln steuern. Im Suchbereich kann ich entweder sagen, Text enthält, beginnt mit, endet mit, ist identisch mit. Das heißt also, ich bin dort auch in der Lage, wenn ich eben ganz spezielle Anforderungen habe, dass ich eben sagen kann, es muss halt am Anfang stehen, es muss am Ende stehen, es muss hundertprozentig identisch sein, wo dann eben auch Leerzeichen und Ähnliches mit berücksichtigt wird, um solche Anpassungen sehr schnell, sehr einfach und absolut punktgenau machen zu können. So, das heißt also, ich habe jetzt diese Gipsfaserplatten entsprechend selektiert. Das heißt, ich habe unten meine Ergebnisliste. Ich wäre hier in der Lage zu sagen, ich markiere alle. Ich wäre in der Lage, das, was markiert ist, in den Merkzettel zu legen. Das heißt also, in der Zusammenarbeit mit Ihrem Coach wird der Coach immer alles das, was er verändert, auf den Merkzettel legen. Und er wird halt eins machen, er wird es entsprechend auch noch klassifizieren. Gleichzeitig könnten wir hier auch sagen, löschen. Das heißt also, ich hatte es vorher gesagt, in Klammern, weil Sie sich das Video angucken, das steht nicht auf dem Dialog drauf, bewusst nicht. Wir sind ein bisschen neurotisch, gebe ich zu. Ich könnte halt eben über solche Selektionen auch aus momentan der Auswahl der Steuerungsebene Sachen raussuchen, die ich hier löschen will.